Hallo Leute und willkommen zum neuen Part von Dishonored. Und ich hatte mich doch entschieden, meine Anfänge doch zum Game zu machen. Denn ich find's doch, ach, ich weiß nicht. Manchmal ist es nervig, manchmal ist es toll, ich habe meine Meinung geändert. Und ja. So, heute gehen wir und zwar ins Hotel. Captain's Chair Hotel. Und deshalb beeile mich auch mal ein wenig. So. Bürger von Dunwall. Mal Aufgrund krimineller Aktivitäten nahe der Solger Square Drücke wurden T. jetzt abgewickelt. Okay. Wachtürme und zusätzliche Patrouillen. Was? Wow. Wie? Das geht? Das wusste ich gar nicht. Das ist ja genial. Das kann ich dann auch. Boah, warte, jetzt muss ich aber was ausprobieren. Okay. So nicht, aber vielleicht dagegen. Ja. Ja, funktioniert. Cool, cool. Das gefällt mir. So. Ich will ja unentdeckt bleiben. Darum langsam. Wie geht das? Was? Langsam hier. Ist das nicht beeindruckend? Eine von Schade. Zuckerbrots neuesten Erfindungen. J. Kann ich noch ein paar Kräfte oder so? Nee, ich habe noch. Wie viele Runen habe ich? Gar keine. Blutdurst. Nee, ich würde auf jeden Fall Zeit verlangsamen, da Die ranrennen. Idee dazu kam ihm angeblich in einer Vision. Sicher. Aber weißt du, wie sie funktioniert? Nicht so genau, aber Schade. einem stehen alle Haare zu Berge, wenn man hindurchgeht. Pass auf! Dass deine Männer nicht daran. Oh, oh, oh. Ich Oh weiß, Gott. dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Hilf mir da, Mist. Oh Mann. Wir haben echt gefailt und deshalb erstmal hier. Und los geht's. So. So, weg sind wir. Oh, und jetzt sind hier all die Zombies, ey. Nicht rumreiern. Macht man hier nicht. Kein Anstand. Gar keiner von denen, ey. Kackweiner. Mein Pfeil wieder. Gib mal Pfeil wieder. Na nicht. Dann behalt ihn. Und zu behalten als Geschenk. For me. For you. So, jetzt aber. Jetzt aber Beeilung hier, ey. Doch nicht. Hier gibt's noch was Interessantes. Das kenne ich ja noch gar nicht. Zum Abendessen. Komm, ey, die schon wieder. Kommt her. Die Lumpengräfin tut euch nichts. Die kennen wir doch, unsere alte. Der Outsider. Kann Ketzers, das vor der Hinrichtung sichergestellt wurde. Aber ich habe jetzt nicht so Lust, das vorzulegen. Aber hier mit der Lumpengräfin hatte ich schon Lust zu reden. Die hat immer was Gutes. Die vielen Herren fragen nicht mehr nach mir. Du hast dich darum gekümmert, nicht wahr? Wie nett von dir. Ja. Ich habe ein Knochenartefakt gefunden, ohne mein Herz einzusetzen. Das ist ja mal gut. Oh, wohin führt denn das? Ach, das ist zu Golden Cat. Okay. Nee, aber ich wollte ja erstmal. Hast du ihn gesehen? Okay, cool. Den attraktiven Mann mit den hübschen dunklen Augen. Ich will ihm nur sagen, dass ich meinen Teil übernehme. Ja, die Lumpengräfin übernimmt ihren Teil. Sagst du ihm das bitte, wenn du ihn siehst? Okay. Hör auf. Lieber Daniel, ich habe einen Posten als Geologin bei der Horizon Trending Company in Cerconus angenommen. Bald schon werden wir. Okay. Deine Allison, okay. Googeln. Er hat sich erschossen, glaube ich. Er ist bestimmt auch da.
Okay. So, jetzt aber Beeilung. Wir haben uns sicher schon vergessen, dass wir existieren. Dann muss ich hier noch ein paar umbringen. Komm schon, schneller. Oh, ist der Ernst gerade? So. Oh Gott. Da. Du Noob. Was macht denn der da? Hä? Das wäre alles nicht so schlimm, hätte der verdammte Idiot Corvo nicht die Kaiserin getötet. Was macht der da? Ich werde ihr noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Das ist ja genial. Okay. Oh Gott. Tot. Tot. Haha. Noob. Ob ich mir eine Rache ausleihen könnte? Doch, ich glaube, das mache ich so. Das war hier so. So, und jetzt leihe ich mir eine Ratte aus. Ah, nee. So mache ich nur. Ich vergesse das immer, Alter. Immer vergesse ich das. Oh, Mann, ey. Echt, immer das Gleiche, immer. Immer das Gleiche, immer beschwöre ich die Ratten, aber vergesst die. Boah, ich hoffe, die fressen mich jetzt auf, ey. So. Von wo? Hey, warum kann ich das nicht aktivieren? Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschauen. Er sieht mich nicht. Okay, sehr schön. Erstmal Tee schlucken. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Boah, ich hoffe, er geht hier nicht rein. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Nee, weiß nicht. Ich finde dich schon noch. Nee, glaube ich nicht. Aber eins kann. Der Feigling ist geflohen. Beim Outsider. Okay. Dumm. Lebt er noch? Ich dachte jetzt schon, ich wollte schon sagen, wie viel kann der einstecken? So. Und zwar, jetzt übernehmen wir mal das Gerät hier. Haha. Haha. So. Und zwar manipulieren wir es auch. So ist es besser für uns. So, jetzt können alle gerne hierher kommen. Und ja, mal Hallo sagen. So, jetzt aber schnell, denn ich wollte noch ins. Blablabla. Unter einer Wahlölausgabesperre. Die Einhaltung wird. So. Schönes Auge aktivieren. Bohnen- oder Knochenartefakt in der Nähe, okay. Ist nicht das Haus von der alten Dame noch? Pistole, Kugel.
Auge. Nee, verpisst euch, ey. Okay. Die Ratten sind weg. Irgendwie bin ich nicht so gesprächig in dieser Folge. Ich glaube, weil mich einfach mein Aufnahmeprogramm. Ja. Ach so, ich kann entweder oben durchs Golden Cat oder. Okay. Dann gehen wir doch ins Golden Cat rein. Wenn du in andere Leute hineinrutscht, gilt das als Angriff, der Gegner aus dem Gleichgewicht bringen kann. Nutze Block und gegen Angriff wegen Gegner sie nicht. Okay. So. Die Umgebung, durch die du dich gleich bewegst, hält sich verschiedener Wege bereit, die unterschiedliche Herangehensweise an deine Mission ermöglicht. Halte Ausschau nach Vorsprüngen, Rattentunnel, Wasserpassagen und. Okay. Werde ich auf jeden Fall versuchen. Erstmal will ich gucken, ob hier noch ein Knochenartefakt ist. Na klar. Oh. Sogar eine Rune. So sieht also die Golden Cat aus. Hey Schätzchen, willst du mit mir spielen? Du bist ein Kunden. Entschuldigung. So. Teleportation. Schaffen wir es? Fast schaffen wir es rüber, fast. Boah, das war gerade kleine FPS-Lecks. Was muss man ja leben? Ich muss mich mal umgucken. Bis dahin komme ich nicht. So. Jetzt sind wir schon mal drüben, das ist gut. Keiner hat mich bemerkt. Schnell weg da. Mann, hat er jetzt wirklich Hilfe gerufen? Kommen jetzt noch mehr von denen? Nee, komm nicht. Komm her. Oh, da hat was. Da war was blau. Oh. Oh, was ist denn da? Da muss ja was Interessantes drin sein. Das interessiert mich jetzt. Ey, komm. Okay, ich muss das hier ausmachen, das hier anmachen, dann sehe ich den Pfeil, ob wir dort jetzt hochkommen oder nicht. Jetzt! Sehr schön. So. Ob wir dort auch reinkommen irgendwie. Ah. Interessant. Ich gehe mal unten entlang. Ein wenig. Was ist dein Ernst jetzt? Oh Mann, ey. Hä? Hat die sich gerade hingeworfen? So. Attentäter! Oh Mann, ey. Oh Mann. Ich sehe schon. Oh, ich kann so eine Art Doppelsprung oder so. Weil ich das ja aktiviert hatte oder so. So. Haha, schon sind wir weg. Wir haben sogar eine Runde in der Nähe. Sehr schön, aber ich sehe schon, wir nehmen schon 14 Minuten auf. Gar nicht gut. So, Rune genommen. Jetzt nochmal das Herz ausrüsten, weil irgendwo war noch eine Rune in der Nähe. Waren das alles da? Also drinnen? Ah.
Okay. Jetzt nochmal das Herz ausrüsten. Irgendwo muss hier doch irgendwas sein. Da. Na, komm schon. Nee, ich glaube, da dürfen wir nicht. So. Zum Glück gibt es hier auch oben noch einen Eingang. Golden Cat. Oben. Oben. Die läuft hin und her. Okay. Das heißt, bei der müssen wir es schnell machen. Schon wieder? Oh bitte! Nein, nein, nein! Bitte! Bleib doch stehen, ey! Irgendwie fliege ich noch auf. Ist mir egal. Geld. Ohne. Niam niam. Geld. Nix. Was ist da? Wer bist Emily? Du? Warum trägst du eine Maske? Ich hab sie gefunden. Carver? Ich habe Emily gefunden. Carver, du bist es! Whee! Du trägst eine Maske, um herumzuschleichen, richtig? Sie sagten mir, du wärst geköpft im Gefängnis, tot, nee. Wie Mutter. Ich leb noch. Das scheint so lange her zu sein. Boah. Aber du bist nicht tot. Wir können gehen. Ich bin zweimal fast entkommen. Es gibt eine bestimmte Tür für bestimmte Leute. Ich zeig sie dir. Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfst du mit ihm. Cool, ey, dass ich die jetzt schon gefunden hab. Ist ja krass. Richtung. Aber warte, warte, Emily, warte. Oh Mann. Warum habe ich sie bloß so früh gefunden? Jetzt weiß ich noch nicht mal, wo die hin ist. Emily, du bist zu schnell. So, die alte haben wir auch. Generalschlüssel von der Golden Cat. Interessiert mich nicht. Das interessiert mich aber. Was ist das hier? Ach so, okay. Generalschlüssel, jetzt können wir überall rein. Na, jetzt das Herz erstmal. Sehr schön, sehr schön. So. Money, money, money. Aber ich will auch noch die letzte Rune haben. Okay. Ich muss sie irgendwie eliminieren. Irgendwie so, dass mich gar keiner bemerkt. Die Pendleton sind hier. Du solltest auf deinem Posten sein. Du solltest auf deinem Posten sein. Okay. Aufpassen. Ich weiß nicht. So eine Art Macht. Oh Mann, ist er. Sagt, was er wollte? Er hat wohl kein einziges Wort gesagt, aber er huscht herum wie der Leibhaftige aus. Mann, sind hier viele. Ich will ihn noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Warum sind denn hier so viele?
Mann, schon wieder hier, ey. So, und zwar jetzt gefällt mir das nicht. Keiner wird mir folgen. Keiner. Tot. Nächster. Okay, die Pendleton. Er haut ab, oder? Ich habe sie bald gefunden. Sehr schön. So, und zwar dich werde ich verschmoren lassen. Ich verlange, dass sie sich zeigen. Verbrenne. Ziel eliminiert. Aber seinen anderen Kumpel kann ich nicht finden. Mann, jetzt auf, ey. Emily? Elfenbeinzimmer. So, du bist tot. Zack, Alter, Zeitlupe. Und tot. Oh Gott. So. Teleportation. Irgendwo nach oben. Irgendwo. Irgendwo raus. Ja. Die wissen, wo ich bin. Die wissen doch nicht, wo ich bin. 22 Minuten sind wir schon auf. Okay. Die haben mich nicht bemerkt. Komisch. Ist die tot? Kurs Tisane, okay. Die Penno. Und du bist ein Aristokrat, okay. Er guckt sogar unter den Tischen nach. Ich muss ihn umbringen. Sehr schön. Und jetzt schnell zu Emily. Und das machen wir dann schnell auch zu Ende. So. So, jetzt haben wir auch alles gefunden, was ich haben wollte, glaube ich, ne? Und mal das Herz ausrüsten. Oh nee, wa? Jetzt habe ich doch noch die Rune vergessen. Alter. Ich ziehe das jetzt auch voll in die Länge gerade. Hier hat die Rune, ey. Okay. Und ich bin weg. Wo ist Emily? Ist der dumm? Der rennt erstmal da runter.
Ja. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Ich sehe Emily. Raus hier jetzt. Schließ die Tür. Dieses Haus liegt am Fluss. So, jetzt beeilen wir uns aber. Schnell jetzt. Oh, justiere die Helligkeit im Optionsmenü. Ich muss mich jetzt beeilen, das nimmt schon zu lange auf. Ziel gerettet. Emily. Samuel und Emily. Ach, die sind schon mal vorgerannt. Sie tun, was die Lumpengräfin befiehlt. Ich kann sie lachen hören. Aber sie werden schon sehen, was passiert. Hä, was wolltet ihr denn was von mir, oder was? Nein, nein, nimm nichts mehr. Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Schön, dich wiederzusehen, Geliebter. Aber stirb jetzt nicht, sonst fällt das Mädchen. So, jetzt aber schnell raus. So, jetzt beeile ich mich ein wenig. Ich will jetzt endlich auch mal weg vom Fenster hier sein. Ich hab dich gehört. Hey, was, das hab ich gehört. So. Ihr habt nicht gehört, aber ihr wisst nicht, wo ich bin. So, Überraschung. So, viel Spaß noch mit meinem kleinen Geschenk. Und ich bin weg vom Fenster. Das Ding wird uns auch nicht angreifen, weil es auch gegen unsere Gegner gerichtet ist. So. Und diese Mission haben wir auch geschafft nach erfolgreichen 27 Minuten. Sind Sie bereit für die Rückfahrt? Na klar. Sie haben ja nicht lange gefackelt. Steigen Sie. Wir können sofort zurück. Jo, bringen wir Emily nach Hause, Digga. So. Gegner eliminiert? 40. Zivilisten Emily Mille? Nein. Chaosfaktor hoch, so wie immer. Das heißt, wir würden wahrscheinlich eine ziemlich verseuchte Stadt haben. Ratten sind im Rudel aggressiv, doch fliehen, wenn ihr Ziel sie anzugreifen. Irgendwie so. So, ich zeige euch noch kurz die Ankunft, aber dann... Sie haben ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Pentons. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich, Angelegenheiten für Erwachsene, mein Kind. Ich meine, eure Hoheit. Vergib mir. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von Erwachsenen Dingen gehört. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Ja, dann fährst du noch dagegen. So. Lady Emily, ich bin Callista. Ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie jetzt in meinem Turm sehen? Kann ich sehen? Ja, gerne. Sie werden es sehen. So wie den ganzen Hound Pits Pop. Gut. Ich glaube, hier gefällt's mir. Ich gehe mit Callista, Corvo. Wir sehen uns später. Okay. Wir machen aber auch hier erstmal jetzt eine Pause und zwar wir sehen uns. Sie beeindrucken mich. Ja, okay, er redet noch. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für sie im Parlament abstimmen. Dankeschön. In einer Nacht haben sie mehr getan als die meisten Männer in ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Okay, und hier machen wir jetzt auch einen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.